Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Was gibt es denn da zu lachen? 10 nach 10 live um 10 Uhr. Heute mal ein bisschen früher, denn heute um 10 Uhr beginnt ja, also jetzt in wenigen Sekunden, beginnt der Abi-Umzug. Abitur. Und bei mir sind, weiß ich nicht mehr, Namen vergessen, egal. Auf jeden Fall, stell euch nur mal kurz vor. Hi, ich bin Wiebke. Wiebke? Marius. Und Kort. Und die haben alles falsch gemacht. Sie haben keine Farbe mit, kein Alkohol dabei. Sicher. Oh. Zeigen. Sofort zeigen. Abi-Umzug heißt nämlich in Hameln folgendes. Man macht sich bunt und das möglichst betrunken. So, was habt ihr denn da drinnen gemixt? Das ekligste Zeug der Welt. Das ekligste Zeug der Welt. Ich möchte da einmal dran riechen. Riecht nach Saft. Probier mal. Nee, probier nicht. Das ist, Aber ist gefährlich. Sehr ekliger Saft. Und wo ist eure Farbe? Denn es geht doch eigentlich vom Abi-Umzug, geht es doch immer um die Farbe. Kommt da oben gleich. Die kommt da oben. Wir gehen jetzt mal mit euch zusammen hoch, okay? Guck mal, da sind welche Farbe. Oh, warte. So sieht es dann nämlich normalerweise aus. Und wir gehen jetzt mal zusammen, also Kamerakind Kai und ich sind heute live hier beim Abi-Umzug. Und wir haben uns auch noch, also ich habe mich zumindest angezogen wie 2006, die alten Klamotten aus dem Schrank geholt. Mal gucken, ob ich heute bunt werde. Ich denke schon. Ansonsten schauen wir mal, was sonst noch so passiert. Jetzt live auf dem Facebook-Kanal der DWZ und vor allen Dingen später auch noch dann bei YouTube zu sehen. Die lassen wir mal machen. Komm mal, Kai. Kai, wie geht's dir überhaupt heute? Ja, mir geht's super, ne? Ich darf zwar kein Bier trinken, aber trotzdem. Und Kai, hast auch kein Abitur gemacht? Ja. Dann sind wir ja schon mal zu zweit. Ja, schön. Aber wir kriegen schon Gratulationen dafür. Guten Morgen, schreibt der Will, Kai und Philipp und herzlichen Glückwunsch an all unsere Abiturienten. Achso, er meint doch die anderen. Ja, ja, Glückwunsch. Also hier, man hört es schon im Hintergrund. Jetzt kommen wir nämlich oben auf die Tiwalbrücke. Es ist 10 Uhr und jetzt geht es los. Und ihr könnt live dabei sein beim großen Event, das traditionell einmal im Jahr in Hameln die gesamte Innenstadt in eine bunte Farbenwelt taucht. Polizei und Sicherheitskräfte sind natürlich auch vor Ort, damit in der Stadt alles sicher ist. Der große Abi-Umzug beginnt nämlich tatsächlich hier an der Tiwalbrücke. Noch fahren hier ein paar Autos lang, gleich ist das nicht mehr möglich. Also vor allen Dingen Autofahrer müssen sich heute auf erhebliche Verzögerungen zwischen 10 und 12 Uhr einstellen. Später wird dann den ganzen Nachmittag noch unter der Tiwalbrücke gefeiert. Und man sieht es im Hintergrund, oh mein Gott, sind das viele Menschen. Wie viele laufen eigentlich mit, Kai? Ich glaube, es sind nicht nur die, die Abi haben. Nee, ich glaube, jeder, der sich heute irgendwie Zeit genommen hat oder aber irgendwie einen gelben Schein hat. Ja, genau. Und wir müssen jetzt über diese große Straße rüber. Oh mein Gott. Ich glaube, das schaffen wir so nicht. Vielleicht entdecken wir ja Odonkor, schreibt Hans-Jürgen. Oh, Odonkor. Vielleicht läuft er heute auch mit. Ich glaube, wir müssen noch mal runter und rüber. Meinst du, das schaffen wir nicht über die Straße? Warten wir doch einen Moment. Ah, okay, die Polizei, ich sehe schon, die Polizei wird jetzt die Straße sperren. Ein Glück nur für uns, dass wir jetzt live nämlich über die Straße rübergehen können. Man sieht schon den einen Polizisten mit seinem grünen Megafon. Die ersten Abiturienten versuchen auch schon auf die Straße zu gehen. Also jetzt beginnt im Prinzip hier der Ausnahmezustand. Und ihr könnt gerne live dabei sein. Und auch kommentieren. Kai, haben schon Leute was kommentiert? Also die meisten freuen sich einfach, sagen, sie haben es sich verdient. Was mir gleich auffällt, sind diese beiden Putzkolonnenwagen. Ja. Ja, es wird ja mal gemerkt, oh, wie das für heute Nachmittag aussieht. Heute lassen die Leute feiern und wir sollen Spaß haben. Die Farben werden später natürlich überall noch zu sehen sein, aber sie sind abwaschbar. Vor allen Dingen hat die Stadt ja auch Auflagen. Es gibt folgende Regeln, man darf nur ganz bestimmte Farbe, die vorher im Vorverkauf verkauft wurde, benutzen. Eine eigene Farbe aus dem Supermarkt mitbringen, die vielleicht dann auch nicht mehr abwaschbar ist. Und vor allen Dingen muss man aufpassen mit dem Müll. Also wer hier Müll in die Natur schmeißt, der könnte später Ärger bekommen. Und jetzt ist hier schon die erste Spur ist schon gesperrt. Hier staut sich schon der Verkehr. Vielleicht kannst du mal zeigen, die ersten Autos kommen nicht mehr durch. Und wir versuchen da jetzt auch gleich rüber zu kommen, oder? Ja, aber als Autofahrer ist es heute in Hameln wirklich. Da brauchen viele harte Nerven. Ich glaube, wir kommen so nicht rüber. Wenn wir jetzt schnell sind nach dem blauen LKW. Ja, schaffen wir, komm. Machen wir so. Nee. So, jetzt sind wir mittendrin. Ja.
Und über 100 Leute schauen uns gerade dazu. Sehr schön. Wir laufen mit beim Abi-Umzug 2017 in der Rattenfängerstadt Hameln. Und das sind sie. Es ist auf jeden Fall sehr laut. Ich hoffe, man kann mich überhaupt noch verstehen. Und ich weiß auch nicht genau, ob wir gerade die Nüchtersten hier sind, aber ich denke schon. Es riecht extrem nach Alkohol, ja, oder? Es ist immer der absolute Wahnsinn. Und vor allen Dingen wird das jetzt eine Stunde lang so weitergehen. Die gesamte Stadt. Ich kann dich leider ganz schlecht verstehen. Ja, ganz schwierig, ne? Vielleicht versuchen wir es mal vor den Zug zu setzen. Ja. Oder hinten dran? Vorne. Okay. Gerufen. Ich lese gerade die Kommentare. Das ist der freundliche DWZ-Reporter. Der ist ein bisschen farblos um die Nase, schreibt Thorsten. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich bisher noch keine Farbe abbekommen habe. Das wird früher oder später nämlich auch hier passieren, denke ich mal. Außerdem macht immer ein grimmiges Gesicht, so, geh weg. Aber eigentlich bis jetzt ist auch noch nicht so richtig Partystimmung, glaube ich. Das Wetter spielt auch nicht so richtig mit. Heute ist es einfach regnerisch in Hameln. Letztes Jahr kann ich mich erinnern, die Sonne hat geschienen, es war viel besseres Wetter. Vorsicht, hier sind überall Autos, die auf der Gegenfahrbahn immer noch fahren. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass trotz des schlechten Wetters die Stimmung anscheinend echt richtig gut ist. Aber ich merke auch ganz deutlich, Kai, wenn man nicht betrunken ist, ist es ein bisschen langweilig. Ja. Es ist wie so eine Völkerwanderung. Vielleicht hättest du doch einen Schluck aus der Flasche nehmen sollen. Ah, wer weiß, was da drin ist. Das sah mir nach Wodka O aus, ne? Ja, und später stehe ich im Newsroom und habe solche Augen. Nee, ich weiß nicht. Oh ja, ich höre gerade auch. Es gibt viele, die anscheinend gar nicht Abitur gemacht haben, die hier mitlaufen. Und die werden jetzt schon gehatet, ne? Aber ich hab gehört, die scheiß Siebklässler. Siebklässler, aber noch hoffentlich nicht mit Bier in der Hand. Und es gibt ja einen Spruch, der immer ganz gern gesungen wird. Dieses berühmte Abi-Abi-Abi-Abitur. Wollen wir versuchen, dass die Menge das brüllt? Na, dann versuch mal. Kriegt das hin? Ja, mal gucken. Okay. Ja, oder frag doch mal nicht. Ich das Megafon habe. Kann ich das Megafon mal benutzen, um die Menge ein bisschen anzuhalten? Gleich da vorne machen. Ja? Ja, super. Also ich darf gleich das Megafon der Polizei benutzen. Vielleicht kann ich dann später auch noch dieses DWZ-Köpfchen gegen eine echte Polizeimarke eintauschen. Wer weiß. Boah, du landest in der Zelle, ne? Man weiß es noch nicht. Bitte? Oh, da hast du deine erste Bierflasche. Darüber hatten wir ja gestern gesprochen, ne? Das ist das große Problem beim Abi-Umzug, was viele nämlich auch haben, im Vorfeld schon bemerkt haben. Es wird ziemlich viel Müll auf die Straße und auch in die Weser geschmissen, angeblich. Ich hoffe, dass sich das heute aber in Grenzen hält. Natürlich ist die Straßenreinigung auch dann gleich unterwegs und räumt natürlich hinter dem Abi-Umzug auf. Aber wir appellieren natürlich auch immer gerne an alle, passt auf eure Umwelt auf und haltet sie sauber. Yellow Mango! Yellow Mango! So, ich möchte jetzt gerne den Abi-Abitur-Schlag mit dem Megafon geben. Ja.
Ich frage ihn danach, ob ich mit seiner Pistole ein paar Mal in die Luft schießen darf. So, um die Menge einfach ein bisschen anzuheizen. Wie im Wilden Westen. Oh, alle bleiben stehen. Oh. Es ist kurze Verzögerung beim Abi-Umzug. Da scheint es noch etwas zu geben, was die jungen Menschen aufhält. Möglicherweise gratis Alkohol. Das ist ja auch so, man hat so ein um den Hals immer eine Flasche hängen. Wie beim Karneval. Nur beim Karneval hat man einen kurzen, beim Abi-Umzug hat man gleich so eine 0,5 Flasche um den Hals. Das sind so ein paar Unterschiede, diese ganzen. Also ihr seid immer noch live auf der Facebook-Seite der DWZ. Ich freue mich, dass so viele zuschauen. Der Abendumzug ist gerade ein bisschen ins Stocken gekommen. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich kommen noch von unter der Brücke noch weitere Menschen. Ich brauche die Menschen gar nicht anheizen, jetzt geht's schon los. Kräfte sind natürlich auch da. Kovac Security sichert heute hier den ganzen Bereich ab. Die Jungs mit den Warnwesten sind zur Unterstützung der örtlichen Polizeieinsatzkräfte natürlich auch vor Ort und helfen mit, dass dieser Umzug hier zumindest in etwas geregelten Bahnen verläuft. Ich sehe auch schon unsere Reporterin oder unsere Fotografin Dana Poller ist da. Hallo Dana! Sie macht heute Bilder und später gibt es natürlich auf dwz.de eine ganz große, ausführliche Bildergalerie vom Abi-Umzug, der erst gerade begonnen hat. Also den ganzen Tag wird es natürlich hier heute Party geben. Erst der Umzug jetzt durch die Stadt, später die große Sause unten auf dem Torbeck-Ufer an der Weser, direkt unter der Tiwaldbrücke. Wer das aus den letzten Jahren kennt, weiß so, ab 14, 15, 16 Uhr sind dort Menschen alle total dicht, hackenvoll und am Ausrasten. Das wird heute uns noch erwarten haben. Kai, auch das kennt man doch vom Fußball, oder? Ja. Dass man sich so in die Hand. Humba Humba, ja, könnte das werden. Oh geil. Einen wunderschönen guten Morgen! Können wir zusammen mal singen? Abitur! Super! Und wenn wir schon DWZ abonnieren! Abitur! Ich habe mir das Polizeimegafon ausgeliehen. Was hast du gesagt? Hast du Abitur gemacht? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wer bist du denn? Johannes. Elli! Hallo Johannes. Wir kennen uns schon. Ja. Alle kennen mich. Ich kenne niemanden. Und jetzt gehen wir weiter. Ja klar. Dann wunderbar. Viel Spaß. Guck mal hier. Es ist sehr verhalten, finde ich. Ja, also noch sehr ruhig. Normalerweise rasten die Menschen viel mehr aus. Ich wollte sagen, das Megafon ist vom letzten Jahr schon. Guck mal. Und es wundert mich wirklich, dass mich noch keiner angemalt hat. Normalerweise sind die Kids alle so dreist, dass sie einen sofort vollmalen.
Aber heute alle sehr lieb. Ich filme jetzt mal kurz deinen Arm. Mein Arm? Ja. Was machst du hier? Da ist es schon passiert. Ein bisschen zumindest. Ich muss mir voll die Schwester finden. Alles gut. Also, vielleicht können wir mal ein paar Menschen einfach mal filmen und zeigen, wie es so aussieht. Genau. Also der Abi-Umzug 2017, wir gehen mal ein bisschen weiter. Kai, wie findest du es bis jetzt? Ja, entspannt noch, ne? Total entspannt. Leider spielt das Wetter nicht wirklich so mit, also es nieselt ein bisschen. Und man... Mallorca-Urlaub erinnert, hier in Hameln heute. Es ist sehr bunt. Die DWZ treibt es heute mal bunt. Verdammt. Und kann man eigentlich mit diesem Megafon auch so einen Alarm machen wie bei der Polizei? Nee, glaube nicht. Und nicht vergessen, DWZ abonnieren. Alle haben schon ihre Farbe aufgebraucht. Ja, weil das darf man ja nicht gar nicht sehen. Kannst du uns so DWZ-Fans grüßen? Hallo DWZ-Fans, wir sind hier live vom Abi-Umzug. Sehr gut, Dankeschön. Mein bunter Co-Reporter hier heute auf dem Abi-Umzug. Und wir gehen jetzt weiter durch die gesamte Hamelner Stadt. Also es geht einmal um den Ring und dann zurück zum Torbay-Ufer, wo wir, oder zumindest zum Tiwal-Ufer. Glaubst du, Kai, wie viele Menschen sind das hier heute? Kann man das mal so über den Daumen schätzen? Was denkst du? Ich kann ja mal einen Polizisten fragen. Also ich tippe mal so 600, 800 in dem Dreh. Echt so viele Menschen? Ja, 600? Doch. Wir können ja mal den netten Polizisten da drüben fragen. Können wir gleich mal machen. Ja. Kann ich auch das Megafon mal wieder loswerden? Ist ganz schön schwer, das Teil. Ach ja, schön ist es. Das Wetter hätte ein bisschen besser sein können. Oh, wir gehen bei Rot über die Ampel.
Wir haben Grün, Fußgänger haben Grün, komm. Aber derzeit sind wir ja hier mitten auf der Straße unterwegs, wo normalerweise Autos fahren. Man sieht es hier auch. Einige Autos fahren, müssen sich gedulden. Jetzt, die Polizei zeigt auch schon den Autofahrern an, sie müssen drehen. Sie kommen jetzt hier leider gerade aktuell nicht weiter. Ah, hier gibt's Farbe, guck mal. Nein, 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 ich bin hier! Aber ich hätte ja gelbe Farbe, wegen dem jetzt. Hast du noch ein bisschen gelbe Farbe? Nein! Schade. Ich habe blaue Farbe! Blau ist nicht so gut. Sorry! Ja, mach nichts! Schade eigentlich. Aber ich bin eigentlich auch ganz froh, dass ich jetzt nicht schon total zugekleistert bin wie die anderen hier. Auch wenn sich das wahrscheinlich einige Zuschauer wünschen würden. Hast du schon was abbekommen? Kein Nein. Ich stehe noch nicht zur Preisjacke. Hier wird noch schnell ein Selfie gemacht. Dankeschön! Vorne, ganz vorne am Anfang der Schlange des Umzugs sehe ich gerade, da ist mehr Party. Da gehen wir mal hin. Da hüpfen die Menschen. Siehst du, Kai? Hier auf Huckepack. Sendung. Offensichtlich, ja. Aber warum guckt die denn niemand sonst? Weil die um die Uhrzeit in der Schule sind. Ah, ja, stimmt. Ja, jetzt haben sie keine Schule mehr, also haben wir demnächst auch so viele Zuschauer. Wie heute. Heute auf jeden Fall. Schön, dass viele dabei sind, live auch beim Abi-Umzug 2017. Jetzt, oh, warte. Oh. Jetzt ist es passiert, Dankeschön. Wie sieht's? Wie sieht's? Ich muss Ihnen kurz was sagen. Hi, wie sieht's aus? Ich liebe Sie. Na, jetzt. Oh. Hey, ganz schön. Jetzt werden wir schon von den Kids verarscht, Kai. Ja. Toll. Die haben auch, die haben alle immer diese Handabdrücke. Und manchmal frage ich mich, wer hat denn da wen angefummelt und vor allen Dingen wo? Manche Handabdrücke sind dann schon an Stellen. Ja. Da sollte normalerweise keine Hand hin, erstmal so in der Öffentlichkeit. Oh. Das sieht nach leckerem Durstlöscher aus. Ich glaube auch. Ja. Süßen Durstlöscher. Du siehst aktuell nach Nasenbluten aus, aber gut. Echt? Ja. Aber ich sehe die Farbe. Ich möchte. Ja, direkt an meine Nase. Was ist das denn? Guck mal, jetzt wird's blau. So. Oh, wir sind ja in der besten Zeitung. Alter, nur die falsche Farbe, oder? Ist blau, ne? Ist blau, ne? Ich hätte gern gelbe Farbe. Jetzt sieht es aus wie der größte, weiß ich nicht. Mit Nasenbluten. Guck mal hier, Kai, das meint ihr. Hallo.
möchte einmal kurz einen Becher zeigen. So, so, nicht beim Karneval hat man einen kurzen, beim Abendzug so ein Ding. So, eine von Alkohol an, oder? Vielleicht. Glaubst du, dass die alle hier Abitur gemacht haben? Also Niemals. Der eine oder andere Niemals. Kommt mir zu jung und zu alt vor, oder? Außerdem ist es so, ich habe auch gehört, dass viele, die in den, in den unteren Stufen sind, dass sie trotzdem mitlaufen. Also man muss gar nicht Abitur haben, um dabei zu sein. Und viele machen auch mit, die im letzten Jahr schon dabei waren und Abitur gemacht haben. Ja, habe ich vorhin schon gehört. Guck mal hier, mit der Polizei werden Selfies gemacht. Es ist fast wie in Berlin, der kulturelle Aspekt spielt auch hier eine Rolle, ja? Ach ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, langsam wird mir langweilig. Ja, mach doch mal ein bisschen Stimmung mit deiner Tröte. Mir ist langweilig. Ja, wir versuchen gleich nochmal vorne, wenn die Menge nochmal stockt, wollen wir vielleicht nochmal so ein Humper-Humper-Teterä machen. Versuch's mal. Hey, Hühner, voll die Hühner, ne? Voll die Hühner. Du darfst einmal schreien. Was möchtest du schreien? Was ist cool? Abi-Blät. Für was ist das denn? Was für die DWZ? Okay. Abi-Blät! Ja. Nicht so also, findest du die Stimmung des heute auch nicht so krass wie in den letzten Jahren? Also, ich habe dieses Jahr mein Abi gemacht. Wir haben einen Abiturienten. Ich war aber schon dreimal davor dabei. Okay. Deswegen ist mir auch egal, dass er mich aufnimmt. Aber ich finde, es war die Jahre davor war es halt mehr los, weil es war halt warmes Wetter. Ne? Das Wetter ist echt nicht so gut, ne? Ich finde aber trotzdem, obwohl es ein bisschen regnet und ein bisschen kühler ist, nehmen trotzdem viele Teil. Was glaubst du, wie viele Menschen sind hier? Das kann man schlecht einschätzen, ne? Ich habe jetzt mal geguckt. Ich weiß nicht, das kann man wirklich schlecht einschätzen. Und wie viel Alkohol hast du heute schon getrunken oder kannst du das auch schlecht einschätzen? Ja, das kann ich nur einschätzen. Ich trinke relativ wenig Alkohol. Ich auch. Ich habe die letzten drei Monate nichts getrunken. Deswegen merke ich das auch schon. Aha, was trinkst du denn heute? Bacardi Race, aber die Himbeer-Variante mit Cola. Oh, ein echter Genießer. Genießer, so, danke Kai. Ja, was heißt Genießer? Was heißt das schon? Ich würde so sagen, ja, eine halbe Bacardi und ein bisschen mehr Cola halt vom Verhältnis halt her. Ne? Ja. Ich würde so sagen, ja, 30-70, also 70. Cola, 30 Bacardi. Oder auch andersrum, man weiß es nicht so genau. Nein, das passt schon, so glaub ich. Und wenn du heute hier jetzt bei dem Abi-Umzug mit Pferdes gelaufen bist, gehst du auch noch auf die Weserwiesen feiern? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch relativ gut. Also mir tun halt die Leute leid, die halt jetzt mündliche machen müssen. Und was machen müssen? Mündliche Prüfung. Mündliche Prüfung, ist das gerade jetzt aktuell? Also an der HLA müssen viele in die mündliche, jetzt zum Beispiel aus unserem Jahrgang, die sind halt jetzt auf Kipps stehen oder wo die Note halt entscheidet, ob die schaffen oder nicht. Das ist halt heute bei dir. Wie es bei den anderen Schulen ist, kann ich nicht schlecht sagen. Ja. Boah, was ist das für ein Platz? Das ist was zu machen. Wir machen ja Winterflug. Das ist doch was zu machen. Warum nicht? Das war ja die, wie sagen. Nein, das ist nicht der. Was war das denn? Ich arbeite bei der Polizei. Also anscheinend haben noch nicht alle ganz mitbekommen, dass ich inzwischen schon über ein Jahr bei der DWZ bin, Kai. Warum? Weil mich alle fragen, ob ich noch beim Radio bin. Ach so. Vielleicht ist die blaue Farbe auch nicht förderlich. Ich hätte so gern gelbe Farbe. Wir haben leider noch keine gefunden. Reinschreiben? Was möchtest du reinschreiben? Abi. Ja, na los. Also, was ich nicht hinkriege, schafft so ein Abiturient mit links. Aber dafür haben die auch Abitur gemacht.
die Stimmung scheint immer so ein bisschen aufzukochen und dann wieder abzuflachen. Es ist einer der verhaltetsten Abi-Umzüge, die ich bisher mitgemacht habe. Hallo! Hast du schon so viele mitgemacht, oder? Ja, die letzten 4. Ah ja, weil du jedes Jahr wiederholen musstest. Ja, genau, Kai. Ah, da oben. Das sieht nach Kamelle aus da oben. Das ist ein bisschen wie ein Karneval. Noch so alles ereignen wird. Ihr seid auf jeden Fall weiterhin live dabei auf unserer Facebook-Seite. Ich glaube, die Batterie ist alle. Nee, ist nicht. Wir
Kai, wie ist es für dich bisher? Erzähl doch mal ein bisschen. Ich krieg einen langen Arm. Kamerakind Kai ist es nicht gewohnt, dass wir nicht heute im Studio sitzen bei 10 nach 10, sondern heute mal auf der Straße unterwegs sind. Wir sind richtige Street-Gangster heute. Ja, ein bisschen schon, ne? Und haben sogar eine gewisse Kriegsbemalung abbekommen. Eine kleine. Du siehst schon ein bisschen heftiger aus. Niemals. Hast du dich selber so angemalt? Nein. Na, wer war das denn? Leute aus dem Jahrgang, Leute von meinen Freunden. Möchtest du die mal grüßen im DWZ-Stream? Hi, wie geht's? Ja, wen möchtest du grüßen? Hi, wie geht's? Ich möchte keinen grüßen. Aber ich soll grüßen, guck doch rein. Ja, stimmt schon, guck keiner. Zucker, 200 Leute gerade live. Ja, oder wie viel gucken zu Kai? 150. Das ist schön. Es freut uns sehr, wenn ihr Lust habt. Dürft ihr auch gerne mal ein Herzchen geben oder einen Daumen hoch. Da würden wir uns darüber freuen, wenn ihr den Abi-Umzug auch gut findet. Oder aber eure Meinung in den Kommentaren schreiben, wenn ihr eine Meinung zum Abitur-Umzug in Hameln 2017, wenn ihr dazu eine Meinung habt, immer unten in die Comments. Und es wird so ein bisschen wie so eine... Wir sind schon ein bisschen länger dabei. Oh ja, hier, guck mal. Ja. Oh, und ich wurde attackiert. Es ist immer noch kein Gelb. Habt ihr gelbe Farbe? So, jetzt es gibt Gelb. Könnt ihr mir ein DWZ-Gelb? Auch ein DWZ-Gelb. Yes! Yo, wer bist du denn? Hey, wo bist du denn gerade? Hallo! Ich fährt jetzt einmal. Also, ich brauch Gelb. Renaissance. Für die Renaissance. Ah, das ist Nena. Nena hat mich heute mit DWZ-Geld ausgestattet. Vielen Dank. Und euch noch einen schönen Abi-Umzug. Vom Stehenbleiben gibt es hier nicht. So, vom Stehen. Es ist ein bisschen falsche Farbe, aber. Ja, das stehe ich. Ich glaube, ich fahre. Achso, danke schön. Prost. Trinken wir später, Kai. Den teilen wir uns. Heimlich. Bärens Apfel. Ich habe gehört, hier wird nur Bier getrunken eigentlich. Was ist das denn jetzt hier? Das ist, ist Bier. Probier mal. Ein lustiger Nachmittag in der Redaktion das heute. Das kleinste Bier der Welt. Trinke ich später. So, inzwischen bin ich, glaube ich, auch wirklich bunt, oder? Ich kann mich selber ja gar nicht sehen. Also deine Haare sehen schon mal ganz gut aus. Ja. Ja. Wo seid ihr, Mann? Und soll noch weitergehen. Oha, guck mal hier das Handy. Ich habe schon gesehen, es ist eingepackt, das habe ich schon häufiger gesehen. Es ist eingepackt, ich dachte, es wäre kaputt, aber es ist einfach nur sicherheitsmäßig in allem. Es ist kaputt und eingepackt. Das ist eine schlaue Idee, das Handy zu schützen. Wir verraten das auch niemandem, dass es da hinten drin ist. Wirklich nicht. Ja? Ist außerdem nicht in dem Rucksack. Aber es ist ja eh kaputt. Und außerdem sind ja mal... Da ist es wieder passiert. Das ist meine beste Freundin. Ah, guck mal, Best Friends. Yes, wie heißt sie denn? Annika Maria sind BFFs. Und heute seid ihr sogar live bei der DWZ. Geil! Wie gefällt es euch? Es ist cool. Das Wetter ist zwar scheiße, aber das ist egal. Wir feiern trotzdem ja auch unser Abi. Ja. Und es könnte schlimmer sein, oder? Ja. Wenn es jetzt noch regnet. Da geht die Farbe nicht mehr. Einmal ganz laut. Einmal Abitur. Abitur! Jawohl. Und viel Spaß euch noch. Dankeschön, euch auch. Danke, tschüss. Ja, das waren auf jeden Fall, also kannst du mal kurz drauf filmen, so sehen Profis aus beim Abi-Umzug, komplett bunt. So sieht's aus. Oder so, oder so. Voll, jetzt habe ich auch überall Farbe. Blut. Blut, ist das wirklich Blut? Das ist Kunstblut rum. Ja, aber war das nicht, das ist voll fies. Ey, diese Farbe killt ja wie Sau, ey. Ja, nicht schlecht. Robby, hier wurde sich nicht an die Regeln gehalten. Flasche ist schon leer. Was ist da denn los? Du musst gleich wieder vollgefüllt werden. Warte, ich kann ja... Warte auf, wie heißt du? Florian. Florian, ich gebe dir einen aus hier. Oh, danke. Sieh dir jetzt. Danke. Aber auch trinken wir. Ich durfte ja nicht, deswegen übernimmt das jetzt hier der Kollege.
Ich hoffe, es hat geschmeckt. Ja, wünsche ich dir noch einen schönen. Und niemand sagen, dass ich dir Alkohol gegeben habe. Danke. Ja, jetzt bist du mit drauf. Hallo, was ist hier drin? Das ist doch Wasser, oder? Wirklich? Oder ist da noch irgendwas, eine Geheimzutat drin? Nee, das ist nur Wasser. So vorbildlich, nur Wasser drin. Abiturientenbewusstsein. Abiturientenbewusstsein wird groß geschrieben, muss aber schon selber dabei lachen. Aber einen kleinen Becher hast du ja auch im Hals. Ja. Aber hier ist noch ein Ding. Da würde ich auch nichts mehr draus trinken, das ist alles voller Farbe. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir sind nämlich jetzt schon fast einmal rum, oder? Ja, so gut wie, ne? Wir schauen uns mal einmal um, wo sind wir hier? Kurz vor Münster sind wir und gleich kommen wir an der neuen Münsterbrücke an und werden über die Brücke rüber und dann runter zum Ufer, zum Weserufer gehen. Dort, wo dann später die Party bis in die späten Nachmittagsstunden dann andauern wird und dort gibt es dann Musik. Und hallo! Hey, willst du ein paar Ansagen machen? Ja, dann mach du meine. Was soll ich denn sagen? Das überlegst du dir nicht. Okay, wir haben gerade ein paar Hühner im Rücken. Was funktioniert denn als Ansage noch? Ja, ein gelbes Auto nur für uns. Hat der einen erstes gerade den Erste-Hilfe-Kasten kontrolliert? Oder? Ich glaube schon, ja. Gut. Die Polizei tut halt ihre Pflicht, ne? Immer und jederzeit. Ey, wollen wir noch mal, ich versuche nochmal, ob ich einmal die Menge schaffe, zum Singen zu überreden. Na, dann versuchen wir. Aber ich glaube, es klappt nicht. Die hören auf mich nicht. Warte. Abi, 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 Abi. Das klappt schon ganz gut. Nur zwischendurch mit dem Text einfach vergessen. Ja, du hättest gleich zweimal nachsetzen müssen. Dankeschön! Das wäre deine Aufgabe gewesen. Ja, das übernehmen die schon. Also wir haben hier wirklich, wir haben eine Lücke gerissen in den Abi. Vor uns eine große Menge, hinter uns eine große Menge und dazwischen einfach nur Platz. Alle, die jetzt gerade erst eingeschaltet haben und sich fragen, was machen die denn da? Das ist ein ganz normaler Vormittag in der Rattenfängerstadt Hameln. Wer gedacht hat, wir sind hier normal, vergisst es. Einmal im Jahr gibt es den Abi-Umzug. Heute sind wir live dabei und begleiten die vielen jungen Menschen, die Abiturienten, aber auch die, die einfach so dabei sind, denn mitmachen darf wirklich jeder. Wir begleiten sie auf dem Weg durch die Stadt und es geht jetzt wirklich Richtung Weserufer, an dem weiter gefeiert wird. Tradition ist ja, sich anzumalen. Und was? Das darfst du benutzen, wenn du sagst, was du vorher sagen willst. Abi! 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 Dankeschön! Sehr gut. So funktioniert das anscheinend. Ne? Ich hab's gelernt jetzt. Und ich würde gerne mal in die Kommentare schauen. Gibt es denn da irgendwas? Oh, hier eine Menge Kommentare, da komme ich aber kaum hin. Die meisten freuen sich einfach für die Abiturienten. Ach, schön. Darüber, dass wir dabei sind, hier das Ganze begleiten. Super. Ja. Na, dann haben wir doch alles richtig gemacht heute. Genau, es sieht ja so langsam aber sicher auch zum Ende, ja, wenn man das so sieht. Ja. Dann wieder auf der Brücke. Und dann dürft ihr natürlich gerne später, also jetzt gleich, auch auf unsere dwz.de-Seite gehen. Und dort gibt es dann im Laufe des Tages viele Bilder, Videos und alle Infos rund um diesen Tag. Wir werden den kompletten... Ich werde verarscht hier. Du wirst veralbert? Von wem denn? Bitte nicht verarschen. Die DWZ ist ein seriöses Unternehmen. Wo war ich denn geblieben? Genau, bei der Eigenwerbung. dwz.de heute gibt es auf jeden Fall später Bildergalerien, Videos und alles um diesen Umzug. Wir begleiten den Tag für euch weiter.
So. Und ich möchte gerne gleich mal duschen. Ach, sieht doch gut aus. Sieht gut aus. Ja. Ich finde ja, rosa und gelb steht ja. Gelb ist ja auch meine Lieblingsfarbe. Ich habe das auch in den Haaren. Du hast das überall in den Haaren. Ach, Scheiße. Ja, sie haben den nicht aus Liebe durch die Haare gewuschelt. Da war schon jede Menge Farbe drin. Und alles nur. Mein Bein ist gleich bein. Wir haben den falschen Platz. Hier, guck mal bitte, film mal bitte den leeren Platz vor uns. Als würden wir so eine Art Hülle um uns bilden, wo die einfach. Sie haben keinen Bock auf uns, Kai. Ja, oder sie haben Angst, dass Mutti nachher zuschaut, ne? Das könnte es natürlich sein. Alle Eltern, die jetzt zuschauen und sich fragen, was machen ihre Kinder da? Warte, wir machen das mal. Ich zeig das mal. Ja. Das. Ich finde aber, einmal im Jahr ist das okay. Und Kai, komm, wir waren auch mal jung, also wir sind immer noch jung, aber ja. Wir waren auch mal in der Situation, dass wir uns gefreut haben über einen Schulabschluss. Ja. Und nicht über das Abitur unbedingt, aber über den Schulabschluss. Und haben natürlich auch gefeiert. Ja, sehr gut sogar. Und ich habe gestern auch im Internet in den Kommentaren wenn du in Hameln aufgewachsen bist, Gruppe, habe ich viele Kommentare gelesen, die eben auch auf der Seite sind. Auf der Seite der Kids, der Jugendlichen, der Abiturienten, die sagen, lasst sie einmal feiern und vermiest ihnen das nicht. Natürlich gibt es ein bisschen Müll, natürlich pinkeln ein paar Leute einfach in die Weser oder an den Rand. Natürlich ist überall Farbe später, aber das macht man in Hameln seit Jahren und es ist noch nie wirklich, wirklich was Schlimmes passiert. Und die Farbe wird abgewaschen. Der Müll wird beseitigt und am Ende ist alles wieder gut, oder? Ja. Zumal zum Beispiel zwei Müllwagen direkt hinter uns herfahren. Das heißt, der Müll, der jetzt aktuell auf der Straße landet, wird direkt weggekehrt. Und ich glaube, bei jedem Fußballspiel, bei jedem größeren Event passiert sowas. Warum sollte man sich hier aufregen? Ich gebe jetzt wieder mein Polizeimegafon ab bei den Kollegen von der Wache. Kannst du heute noch mal fragen, wie viele Leute es ungefähr sind? Mitgelaufen. Ja, schwierig zu sagen, das hat sich ja sehr weit verteilt, aber vielleicht um die 1000 Leute, die durch die Stadt laufen, gab es dabei Probleme oder lief alles reibungslos? Ja, alles reibungslos. Mal gucken, wie die Verschmutzungen so aussehen, aber ich hoffe, mit der Lebensmittelfarbe wird es nicht so normal. Ja, ich bin ja noch weiter gefeiert, der Bereich ist aber auch bald in Abwesenheit. Ja, genau. Also, wir haben Security, echte Leute hier vor Ort. Ich bin schon. Die Polizei ist da und macht natürlich ihren Job und das richtig gut. Vielen Dank. Und euch einen angenehmen, ruhigen Tag. Danke auch. Hier. Ole, 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 ole. Das ist Jan Philipp von DWZ Live. Ein Fan. Komm, Bild. Das ist ein Livestream, aber wir können einen Screenshot machen. Achso, ne, ein Screenshot, das ist auch geil. Danke fürs Zuschauen. Immer. Später Daumen hoch geben. Immer. Immer, er macht immer Daumen hoch. So, das habe ich gern. Hier, Kai, du siehst, auch die Abiturienten schauen unsere Sendung anscheinend. Das war auf jeden Fall 10 nach 10 live heute vom Abi-Umzug. Ich fand es im Vergleich zu den letzten Jahren ein bisschen ruhiger und gesitteter, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Wetter hat vielleicht auch nicht ganz so mitgespielt, aber die Abiturienten und die Abi-Umzug-Fans, die haben auf jeden Fall richtig Spaß. Wie hat es dir gefallen, Kai? Super. Alles außer, da, dass ich rückwärts laufen musste die ganze Zeit. War ja klar. Dankeschön. Einen Daumen hoch später geben. Sehr gut. Wir gehen jetzt noch ein bisschen mitfeiern. Wir haben noch ein paar Bilder und Videos für dwz.de. Ich verabschiede mich an dieser Stelle bunt und gut gelaunt vom Abi-Umzug 2017. Tschüss!